Bühne frei für die Teen Titans, ein Quintett triumphierender Teenager-Talente. Robin, Wunderjunge mit einer Vielzahl an großartigen Spezialwaffen. Cyborg, eine Kombination aus Mensch und Maschine. Raven, eine mysteriöse Zauberin. Beast Boy, die fehlende Verbindung zwischen Mensch und Bestie. Und Starfire, die schnelle und starke Alien-Kriegerprinzessin. Die furchtlosen fünf ersticken Verbrechen im Keim. Sie sind die Teen Titans. Go! Wir sind zwar im Tower, aber er wurde verändert. Verflixte Festplatte, wir auch. Unsere Köpfe sind proportional zum Körper. Aber ich kann nur meinen Kopf und meine Arme bewegen. Nur die Augen und der Mund machen die Bewegungen. Siechender Servo, bei mir auch. Warum sagst du dauernd Sachen wie siechender Servo, Cyborg? Ich weiß es nicht. Ich versuche, was anderes zu sagen, aber es geht nicht. Galoppierendes Gigawatt. Fliegende Faseroptik. Unser Aussehen, Bewegung und Sprache haben sich verändert. Oh, ihr seht gut aus. Genau wie echte Superhelden. Was hast du uns angetan, du Trantütiger? Tu nicht gut. Ich habe euch zurückgeschickt in den ersten Teen Titans Cartoon, als ihr Clowns noch gut wart. Wenn das so gut war, warum können wir uns kaum bewegen? Weil das Budget damals sehr gering war, hatten sie kein Geld für ausgefeilte Animationen. Es hat einen gewissen Charme, findet ihr nicht? Ich kann mich nur in ein Tier verwandeln, Jo. Lass uns frei oder erleidet die Konsequenzen. Nicht bevor ihr gelernt habt, die Qualität der alten Cartoons wertzuschätzen. Genießt euer Abenteuer, Titans. Ich glaube, das wird eure bis jetzt beste Folge. Freak out! Verflixt. Wir müssen diesem Ort entfliehen. Ich will mehr Körperteile bewegen. Ich auch. Ich habe es satt, nur den Kopf drehen zu können. Ihr habt Control Freak gehört. Der einzige Ausweg ist, dieses Abenteuer durchzustehen. Aber woher wissen wir, wann das Abenteuer beginnt? Plötzlich wird der Titans Tower von fliegenden Bestien angegriffen. Teen Titans Go in das... Warum seid ihr nicht mehr amerikanisch? Wir amüsieren uns nur ein wenig. Biscuit? Nein! Du benimmst dich recht ungezogen. Trink ein Tässchen Tee mit uns, Liebes. Sicher nicht! Wo bekommt ihr den ganzen Tee her? Sie sagte, trink ein Tässchen Tee mit uns. So viel Tee! Wunderschön, nicht wahr? Die Königin von England! Du warst es, die den Tee in unseren Tower geschleust hat! Des Pudels Kern! Ich habe gar keinen Pudel! Das bedeutet ganz einfach, du hast recht, junger Mann! Amerikaner! Ja, ich habe den Tee eingeschleust! Nun gehorchen die Titans mir! Sie werden den Tee in ganz Amerika verteilen! Und sobald jeder Bürger unter meiner Kontrolle steht, werden die Vereinigten Staaten wieder in das britische Empire eingegliedert. Wohl immer noch sauer wegen der amerikanischen Unabhängigkeit. Natürlich nicht. Dann sag mir, warum du das tust. Weil eure Vorfahren guten Tee ins Meer geworfen haben. Nichts verärgert wahre Briten mehr als die Verschwendung guten Tees. Scheußliche Sache. Unverzeihlich, in der Tat. Damit wirst du nicht durchkommen. Zu spät, junger Mann. Titans, würdet ihr ihn freundlicherweise entfernen? Ja, Mom. Was soll denn das nun wieder? Ich rufe nach Amerikas ältestem Verbündeten. Du meinst die Lady Hühnerbein. Wie kannst du es wagen, dich so anzuziehen? Du hast verloren, schon vergessen? Hat Mami nie gesagt, dass es keine gute Idee ist, Gewichte in deinen Strampler zu stecken?
Vergesst die Bedrohlichkeit eurer Schenkel und die Grausamkeit eurer Waden. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Wie kannst du es wagen, uns herauszufordern? Du hast doch gar kein festes Standbein mehr. Du hast recht. Ich habe zwei sehr fleischige. Vielleicht kann euch das hier ja den richtigen Kick geben. Ja! Deine Beine tragen dich nicht mehr, Legasus. Schließe dich uns an oder lebe mit den Konsequenzen. Niemals! Ich beschwöre die uralten Geister des Beines. Quadratus Femoris Atturator Internus! Werde Zeuge der Macht von Mega Legasus! Deine Beine sind doch nicht so schlabberig, wie ich dachte. Aber können sie es auch hiermit aufnehmen? Legnos! Wir beenden das hier und jetzt. Henkelcrush! Watch quick! Das Autsch! Die Thresher! Meine Beine! Nicht meine Beine, Mama! Du hast diese Beine nicht verdient. Oder diese. Kaboom! Was ist passiert? Ich glaube, unsere Beine kontrollieren uns jetzt nicht mehr. Oh, danke, dass du die Bosheit in unseren Beinen zertrümmert hast, Lady Legasus. Wir haben uns wie echte Idioten benommen. Wir hätten auf dich hören sollen, als du versucht hast, uns vor der Macht der Beine zu warnen. Ich werde meine Beine nie wieder benutzen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber mit der Zeit wirst du dir das Recht verdienen, dich wieder Captain Kenkel zu nennen. Nein, ich werde wortwörtlich meine Beine nie wieder benutzen. Die sind mehrfach gebrochen.